kommen wir mal zur Gesamtauswertung von Joybräu. Wenn sich Jens nicht geirrt hat und ich richtig gucke, dann ist das unser Ranking vom, naja, am wenigsten Punkte bis zum Sieger der ja. Joybräu-Serie. Ja, genau. Der Sieger steht ja öfter mal schief. Sag mal. Ja. Also, wir haben hier auf den letzten Platz das Joybräu Vitamin C plus B12 plus B9. Das hat aber genauso viele Punkte bekommen wie das Citro. Wie der, das 15 Gramm Protein, 7 Gramm BCAA. Quasi Radler von Joybräu. Genau. Danach kommt dann auf den dritten Platz genau. Das Joybräu 21 Gramm Protein, 10 Gramm BCAA Grapefruit. Ja. Ist auch neu jetzt bei Joybräu. Natürlich alle Videos könnt ihr bei uns auf dem Kanal angucken. Ja, wir gehen jetzt nicht näher darauf ein. Das natürlich, dieses Pfeffi-Zitrone. Ja, das hat auf jeden Fall sehr überrascht. Also wenn ihr Pfefferminz und Zitrone steht, dann gönnt euch das mal. Genau. Ersetzt quasi einen Kaffee morgens. Also wer das mag, kann das ersetzen durch den Kaffee morgens. 105 Milligramm Kaffeine. So wie ein Kaffee halt. Und auf Nummer 1. Der alte und neue Sieger quasi für uns auch. The one and only. No. Das Joybräu 7 Gramm Protein mit 3 Gramm BCAA Low Calorie Low Sugar. Also light. Insgesamt der Geschmackssieger. Ja, genau, auf jeden Fall ganz weit vorne. Zu bekommen natürlich bei Joybräu. Genau, Link hier in der Beschreibung unter dem Video, ist ja klar. So wie immer. Wir ansonsten ist ja Joybräu eine gute Sache. Kann man ja nicht meckern, wa? Nö, kann man nicht. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, gesundes Bier irgendwie. Also wäre ich nicht darauf gestoßen, hätte ich mich selber rangemacht natürlich mit dir, wa? Wir alten Chemiker und Braumeister hätten da natürlich was erfunden, was gesundet. Aber so können wir ja einfach bestellen im Internet. Genau, so testen wir mal das Vorhandene. Das ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Sobald hier was Neues rauskommt, werden wir es wieder testen, ist ja klar. So sieht's aus. Und bis dahin machen wir weiter mit Bier, Bier und nochmals Bier. Zwischendurch vielleicht mal so ein kleines Leckerli, so eine kleine Snack-Variante. Oder wir testen mal ein elektrisches Skateboard. Aha. Naja. Warum nicht? Wir testen ja auch Produkte, ist ja wohl klar. Das ist richtig, stimmt. Wir testen ja alt mögliche, alt was uns so einfällt. Was gibt's denn das nächste Mal? Bier. Naja, nicht? Boah, was gibt's denn als nächstes jetzt zu trinken? Na, das Carlsberg. Warte. Carlsberg. Na, da folgt mir ja schon. Ich bin ja mal echt wie ein Flitzebogen. Echt gespannt.